Negative Gedanken kenne ich genauso wie jeder andere. Wir alle sitzen im gleichen Boot, sind aber auch mit dem gleichen Himmel verbunden. Und damit ist die Frage, wie gehe ich mit den negativen Gedanken um, eine Frage des Bewusstseins. Einzig und allein in Selbstliebe können wir belastende Gefühle in bereichernde, stärkende, aufbauende umwandeln. Ich würde eher nicht von negativen Gefühlen sprechen, denn meine Erfahrung ist, dass für jedes Gefühl, der in uns Menschen innewohnt, eine Berechtigung gibt. Denn auch mich hat zum Beispiel Wut weitergebracht. Aber eine Wut, die ich nicht gegen andere oder gegen mich gerichtet habe, sondern all dieses Gefühl bewusst wahrgenommen habe, sprich der Verletzung und welche in Wut umgeschlagen ist, als wirkliche Grenze zu erkennen, so kann es nicht mehr weitergehen. Und diese Erkenntnis, die Grenze ist erreicht, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt was ändern, war in meinem Falle, ich musste lernen, Nein zu sagen. Denn ich bin in autoritärem Regime groß geworden, sei es politischem, sei es eben familiärem, wo Nein zu sagen eine Lebensgefahr drohte, der Bestrafung und Ablehnung. Und als Erwachsene zu lernen, stopp, ich bin erwachsen, ich kann selbst für mich gut sorgen, ich bin auf niemandes Liebe angewiesen und schon gar nicht auf meine Peiniger. Und da durch die Wut verstehen, der Schmerz kann nicht mehr so weitergehen, konnte ich innehalten und das in Weisheit umwandeln. Und Empathie und verstehen, warum diese Menschen nicht anders mit mir umgehen konnten, weil sie nicht anders mit sich selber umgehen konnten. Und dieses Verständnis hat natürlich nicht dazu geführt, dass ich sie plötzlich durch rosarote Brille sah und ihr Versagen als gut bezeichnete, sondern Verstehen bedeutet für mich, führt mich zum Loslassen. Ich konnte Mitgefühl für sie haben und verstehen, Missbrauch führt automatisch zum Missbrauch, es sei denn, wir erkennen es und befreien uns aus diesem Kreislauf und sagen Nein. Ohne Erwartung, dass wenn wir etwas erkennen und uns verändern und für uns einstehen, dass andere das verstehen oder vielleicht sogar sich selber verändern und plötzlich lieb sind, sondern verstehen, dass sie vielleicht in diesem Leben das gar nicht schaffen. Schaffen können und schaffen wollen, ihren freien Willen akzeptieren, sich distanzieren, sie segnen, loslassen und eigenem Wohlbefinden, eigenem Seelenpfad folgen. Und damit gibt es für mich keine negativen Gefühle, sondern es gibt für mich eher nur negative Handlungen, destruktive Handlungen, sprich, wenn ich jemandem Leid zufüge durch meine Wut oder mir selber, indem ich mein Wut runterschlucke. Und Spiritualität ist für mich eine unglaubliche Form von Weisheit, Selbstliebe und Empathie mir gegenüber, zu mir Ja zu sagen und aus Liebe Nein zu sagen und trotzdem empathisch durchs Verständnis zu bleiben und loslassen. Wenn man etwas versteht, wertet man es nicht mehr und hält auch an diesem nicht mehr fest.
und das aus der Quelle der Selbstliebe heraus. Viele Menschen würden sofort mit mir diskutieren darüber, wie kann ich jemandem Nein sagen, vor allem nahen Menschen, die einen aber Leid zufügen. Ist dann Selbstliebe nicht Egoismus? Natürlich nicht, wenn dieser Mensch, der dir nahesteht, aber dir Leid zufügt und damit die Liebe falsch versteht als Kontrollmechanismus und Machtmissbrauch, dir sagt, das Gleiche nur in anderen Worten, spring jetzt von der Brücke, beweise mir, dass ich dich kontrollieren kann, dass du mich liebst. Würdest du springen? Wenn ja, dann bist du keine Persönlichkeit. Du bist nicht aus dieser Ohnmacht eines Kindes herausgewachsen. Und jetzt wird aber allerhöchste Zeit, ja zu sich zu sagen und nein aus Liebe. Weil es Werte gibt, weil es Liebe gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich loslassen konnte, konnte ich nicht nur all das, was für mich nährend war, und die Menschen, die für mich seelenstärkend waren, anziehen, plötzlich ein neues Leben erschaffen, ein neues Umfeld, sondern die meisten Menschen, die ich loslassen musste, kamen plötzlich zurück, aber mit Respekt und Achtung, sodass ich sie so in mein Leben einladen konnte, wie es für mich stimmig ist. Aus Selbstachtung und Selbstbestimmtheit heraus. Und deshalb, wenn in mir heute Wut hochkommen könnte durch irgendeinen Trigger, durch irgendeine Situation, würde ich es wahrnehmen, ich würde dieses Gefühl nicht beschimpfen, sondern ich wäre achtsam. Ich würde durchatmen, Liebe zu mir spüren, also mein Herz zu mir nach innen, damit öffnen. Und damit wäre ich wieder der Herr der Situation, weil ich die Situation nicht im Sinne von ich bin außer mir vor Wut betrachten würde und damit subjektiv, voller unbewusster Prägungen und Opfer- und Tätermechanismen, voller Schwarz- und Weißdenken, sondern objektiver, mich betrachtend, den Menschen, den anderen, die Situation und damit in meiner Achtsamkeit weise und bestimmend reagieren und damit die Situation in meine Schöpferkraft dorthin lenken, wo ein lichtvolles Ziel machbar ist, ein Weg, im besten Falle eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und damit ist für mich Selbstliebe schöpferisch, empathisch und bestimmend. Negative Gedanken kenne ich genauso wie jeder andere. Wir alle sitzen im gleichen Boot, sind aber auch mit dem gleichen Himmel verbunden. Und damit ist die Frage, wie gehe ich mit den negativen Gedanken um? Eine Frage des Bewusstseins. Diese Gedanken haben wir alle. Doch lassen wir diese Gedanken der Herr über uns sein? Oder nehmen wir sie wahr? Schauen darauf nach der Ursache, nach der Wirkung und nach dem Ziel? Und handeln entsprechend auch weise. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meinen negativen Gedanken blindes Vertrauen schenkte, ich immer fehlerhaft mit meinem Urteil war. Dass der Mensch nicht so böse war, wie ich gedacht hatte. Und wenn ich meinen negativen Gedanken Achtsamkeit geschenkt habe und mit einem Gegengedanken begegnet bin, nämlich ist dieser Gedanke wirklich wahr? Ist das wirklich so,
wie ich denke oder denke ich nur, dass es so ist, durch die Prägung. Wie heißt es so schön, beurteile niemals einen anderen, ehe du nicht eine Zeit lang in seinen Schuhen gelaufen bist. Und in dem Moment, wo ich aus Mitgefühl heraus mich versucht habe, empathisch, ohne ihn gut zu reden, sondern empathisch, im Mitgefühl mich in seine Situation hineinzuversetzen, die Welt aus seinen Augen zu betrachten, konnte plötzlich sich ganz vieles revidieren. Und plötzlich eine Ebene der göttlichen Liebe stattfinden, wo ich plötzlich Worte finden konnte, die dieser Mensch versteht. Und plötzlich wurden wir ein Team, wo wir vorher fast Gegner gewesen wären und konnten gemeinsam an einer ganz tollen Lösung arbeiten und gemeinsam erfolgreich sein. Und diese Erfahrungen, die haben mich im Leben am meisten weitergebracht, gerade in der Menschenkenntnis, da lernt man nie aus. Du lässt dich immer von anderen Menschen überraschen, denke nie, so und so ist der andere. Auch in meinem eigenen Verständnis von mir selbst, ich bin oft genug von mir selbst auch überrascht und das ist ein gutes Zeichen. Und damit bin ich überrascht von dieser göttlichen Kreativität im Sinne durch die Vielfalt der Möglichkeiten im Leben. Wenn ich nicht verbissen daran festhalte, durch einen negativen Gedanken, ich muss Recht haben, sondern in Wandle und mir sagen, ich muss gar nichts. Was bringt es mich jetzt, Recht zu haben? Alles entspannter betrachten und damit neue Möglichkeiten durch die Lockerheit ins Leben einladen, entsteht plötzlich so viel mehr an Zugewinn und Wachstum, emotionales, intellektuelles und auch materielles, als durch die Verbissenheit und eigene unbewusste Bistigkeit in Form von Rechthaberei und in diesem Sinne negativen Gedanken und Glaubenssatz, ich habe Recht, es jemals geworden wäre. Glaube nicht jedem deiner Gedanken. Lächle sie an. Eine sehr gute Übung, um sich selbst zu transformieren und eine Situation, auf die man vielleicht wütend ist oder auf einen Menschen, auf den man wütend ist, auf dem schnellsten Wege zu erlösen, ist für mich durchzuatmen, mich auf die Weisheit der Liebe zu besinnen und mir die Situation und mein Gegenüber innerlich vorzustellen und ganz gleich, wie fest die Faust in der Tasche ist, über der Situation zu stehen und das Göttliche in dieser Situation, diesen Menschen innerlich umarmen. Und wenn wir das schaffen, springen wir im wahrsten Sinne des Wortes über eigenen Schatten. Und mit dieser Gnade der inneren Umarmung erlösen wir die Blockade, an die diese Situation, dieser Mensch uns erinnert, die letztendlich in den meisten Fällen aus der Kindheit entstand. Und da, wo Angst ist, wir Liebe erwachen, dann ist diese Situation wahrlich unser Lehrmeister und eine Einladung, aus der Ohnmacht heraus zu wachsen. Und ich erinnere mich sehr gut an eine Situation. Ich bin als Kind und Jugendliche im autoritären Regime groß geworden und es war verpönt, dem Vater zu widersprechen, dem Onkel zu widersprechen.
also Emanzipation, war in meiner Jugend und Kindheit ein Fremdwort. Und damit jedem anderen männlichen Bezugsperson zu widersprechen. Und damit habe ich in diesem totalitären Regime Unterdrückung erlebt und automatisch Angst vor dem anderen Geschlecht, Angst aus Angst vor Unterdrückung. Aber hast du Angst vor dem männlichen Aspekt, lebst du deinen eigenen männlichen Aspekt nicht aus, dann kannst du keine Entscheidungen treffen, du kannst dich nicht artikulieren, du kannst deine Wünsche nicht äußern. Wie willst du da erfolgreich sein in Finanzen? Und wie willst du da dich in den Armen deines Partners fallen lassen? Und auch, wie willst du da dich, falls du einen Sohn mal hast, dich, deinen Sohn frei von Angst vor dieser männlichen Energie betrachten, ohne stets in Abwehr zu sein. Und so ist es gekommen, wie es kommen musste, dass mir in meinen Ausbildungsjahren ich den Eindruck hatte, den Subjektiven immer auf dominante Chefs zu begegnen, immer kämpfen zu müssen um mein Recht. Und das Leben hat sich wie ein Kampf, wie ein Krieg angefühlt. Ich fühlte mich im wahrsten Sinne wie im falschen Film, nicht in einem Leben, welches mir entsprechen würde. Und selbst im spirituellen Bereich, wo ich schon Autorin war, und auch Autorenwelt ist natürlich damals vor 20 Jahren sehr große Männerdomäne gewesen, fühlte es sich diese Begegnung mit den Männern, Verlagsmenschen überfordernd an. Und ich habe immer wieder meine Anspannung hinterfragt, obwohl niemand mir was wollte, niemand respektlos mit mir umging. Und dann, als wieder die Wiederholung des Lebens begegnete und ein Verlagsmensch, Mann, mir respektlos begegnet ist und ich wusste, die Verlagswelt ist klein, man begegnet sich mehrmals im Leben. Und es ging so weit, dass ich vor der Situation stand, geht es jetzt in den Rechtsstreit heraus oder kriege ich mit Hilfe der Engel und meiner Weisheit und Taktgefühl so die Kurve hin, dass es so weit gar nicht kommt und diese Blockade sich erlöst. Und bei all der Angst dieser Autorität habe ich innerlich aus Liebe zum Leben heraus diesen Menschen, diesen Mann umarmt. Und alle Gefühle, die wie ein Vulkan brodelten, habe ich ausgehalten, und mich, indem ich mich entschieden habe, dass diese göttliche Liebe stärker sein muss als jede Form von einer Prägung. Und plötzlich, in dem Moment, wo ich seine Seele visuell umarmen konnte, ist sie verschwunden, diese dunkle Wolke, diese dunkle Vorstellung von diesem Menschen. Und es war absolute Friede in meinem Herzen, frei von Angst und Fehlinterpretation. Und tatsächlich musste es auch gar nicht bis zum Rechtsstreit gehen. Ich konnte mein Recht auch so bekommen, durch weise Schachzüge, weise Vorschläge, mit weiblicher Intuition. Und man begegnet sich ja mehrmals im Leben, gerade auch spirituelle Welt ist mega klein. Und dann, nur einige Monate später, standen wir plötzlich, dieser Herr und ich, auf der gleichen Bühne. Und die Veranstalterin wusste von unserem Konflikt und hat mich sogar gefragt, weil ich es ihr wert war und ihr mit allen Kollegen im Streit war,
ob sie ihn ausladen soll. Und in der Situation, wo Machtmissbrauch passieren könnte, habe ich mich nicht für Täterschaft, wo ich vorher Opfer mich spürte, entschieden, sondern für die Weisheit, für eine gute Beobachtungsrolle und sagte, nein, wegen mir kann es nicht sein, dass ihr jemanden auslädt, denn wir sind erwachsen. Nebenbei auch noch professionell. Und dann tatsächlich war auch er auf der gleichen Bühne und wir standen sogar auf der gleichen Bühne. Er durfte mich sogar anmoderieren. Und ich schaute die ganze Zeit ihm fein in die Augen. Mit diesem Gefühl begleitet, wie in meiner Übung, die Seele umarmen, den Konflikt umarmen, nicht gutheißen, sondern Versöhnung. Und er konnte mir nicht in die Augen schauen, aber hat mich so zuckersüß anmoderiert wie nie zuvor. Und ich wusste, denn Augenkontakt kann natürlich nur derjenige aushalten, der reine Absicht, reinen Herzens ist. Er konnte es nicht, weil indem ich mich verändert habe, für mich diesen Konflikt gelöst habe, heißt es ja nicht automatisch, dass auch dieser Mensch für sich den Konflikt gelöst hat, sich verändert hat. Wir können niemanden verändern, nur unser Glück vorleben. Und er konnte mir nicht in die Augen gucken, aber ich strahlte so viel Ruhe, Achtung und Selbstrespekt aus. Und auch Respekt ihm als Mensch gegenüber, sodass er auch gar nicht anders konnte, als sich gut benehmen, mich gut anmoderieren. Interessanterweise, so kann ich jetzt nur mit Wertschätzung an die Vergangenheit denken, denn auch dieser Mensch hatte seinen Sinn in meinem Leben, auch in meinem Verlagsleben. Und interessanterweise habe ich diesen Menschen nie wieder angezogen. Obwohl die spirituelle Welt klein ist, nie wieder bin ich ihm auf irgendeine Veranstaltung begegnet. Und interessanterweise, wenn man diese Angstresonanz in sich erlöst, bin ich nie wieder, und das ist jetzt sicher schon 15 Jahre her, einem sogenannten dominanten Mann begegnet. Plötzlich sind all die Männer in meinem Umfeld einfach Menschen. Einfach Menschen.